Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Richter startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Verstappen, Charles Leclerc und Vettel, Grosjean, Stroll, Raikkonen und Lando Norris, Ricciardo, Perez, Carlos Sainz Jr. und Gasly. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Weber, Hülkenberg, George Russell und Devin Butler. Magnussen und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019 mit dem Rennen aus Österreich, liebe Leute. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Genau so ist es. Unsere dritte Pole diese Saison. Jetzt schauen wir mal, ob wir die ja auch in der dritten Saison Sieg umnutzen können. Jedoch sind Hamilton und Bottas. So, mal gucken, was wir gesagt hinbekommen. Ich würde mich freuen, hier mit dem dritten Saisonsieg herauszukommen. Aber irgendwie will der die Vorderreifen nicht auf Temperatur kriegen. Shit. Da wollte er natürlich. Das ist bitter, eine Einführungsrunde abzufliegen, liebe Leute. Ja, gut. So, nehmen wir einen Kaffee. So, dann dürfen wir uns wieder vorne hinsetzen. Ach, das ist meine eigene Schuld, dass ich da abgeflogen bin. Das war natürlich nicht geplant. So, ich hoffe, dass wir uns hier eh nicht wegsnacken lassen wie in letzten Rennen. Ja, das war klar, das ist da. Achso, ich habe die Kollision verursacht. Ah, ja, okay. Dann haben wir die Kollision verursacht. Genau, ich habe die Kollision mit Bottas verursacht. Er ist mir ins Auto gefahren, aber ich habe die Kollision verursacht. Alles klar. Naja, würde ich mal sagen, wir sind vorne. Ja, schön, danke fürs Schieben noch. So, wir konnten unsere Führung Gott sei Dank verteidigen. Aber jetzt greift natürlich, will natürlich das
beziehst du da? Ja, danke fürs. Och, Mann. Jetzt haben wir natürlich wieder die Führung verloren. Ich habe die Führung ihm quasi jetzt gerade geschenkt. Hamilton, Bestzeit. Wichtig ist, dass wir dranbleiben. Und dass wir vielleicht die Position wieder zurückholen können. Der Sackjunge hat ja so mal ein bisschen rausgedreht, damit wir nicht da vorbeikommen können. Vergiss es, diesmal lass ich mir die Lücke nicht wegnehmen. So, die beiden, wir kommen natürlich auch nicht weg mit dem einen Red Bull und ich glaube noch einem. Was könnte da besser geben? Gibt's doch. Der ist es jetzt aktiviert. Wobei uns Bottas jetzt gerade plötzlich abreißen lassen musste. Ich weiß nicht warum. Aber er musste gerade. Das heißt, wir haben nur noch Hamilton hinter uns. Ich bin gespannt, ob jetzt wieder nach diesem Rennen aus wieder so wirres Zeug passiert. Aber wir haben 18 Runden noch, also wir haben noch 15 Runden. Die Reifen, obwohl die genauso alt sind wie die Mercedes. Wie die der Mercedes. Hamilton und Bottas, die fighten da hinten auch ein bisschen in Position. Ich habe so ein bisschen. Oder mischt sich auf einmal noch ein Red Bull mit ein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Verstappen ist. Weil Gasly wird wahrscheinlich nie so weit nach vorne gekommen sein. Der ist nämlich auch nur von 14 gestartet. Jetzt kann ich wieder ein bisschen wegkommen. Ein bisschen durchatmen. Ein bisschen wegkomme ich jetzt auch vom Rest des Feldes. Ähnlich wie in Kanada. Was ja am Ende, glaube ich, 12 Sekunden waren oder so. Weil nach dem Stop. Jetzt sind zumindest mal aus dem DRS-Fenster raus. Also, es kann jetzt keine Gefahr drohen durch das DRS von Hamilton. Na, ich habe mich aber nicht gut angestellt, bin ein bisschen scheiße rausgekommen. Aber es scheinen wohl auch die Reifen langsam durch zu sein. Wir haben noch 13 Runden, 6 Runden alt sind diese Soft. Die fressen richtig weg gerade. Für eine schnelle Runde taugen die nichts mehr. Das war natürlich alles andere als einfach. Das war natürlich nicht gut. Kommt denn der Fehler da?
Ja, da war ich ein bisschen raus. Danke, Jeff, dass du mich dazwischen gequatscht hast, dass ich jetzt eine Information reinbekommen habe, die sehr unwichtig ist gerade für mich. Dass ich damit quasi komplett aus dem Rennen raus. Aus dem Rhythmus gerade gebracht mit dieser Aktion. Weil ich war schön weg, erstmal von dem vom Rest des Feldes. Und dann sagst du mir, kannst du eine neue Strategie auswählen? Oh, danke, Mann! Das Fall, man da unbedingt sich dazwischen drängen muss, wo sowieso kein Platz ist. Wenn mal wichtig ist. Deshalb muss ich die Lücke zu machen. Weil du mich dauernd zuquatscht, Jeff. Halt die Fresse einfach. Weil ich gerne in mein eigenes Rennen fahren würde. Ohne ständig irgendwelche Informationen da reinzukriegen. Ich vermute, dass die Reifen bald so durch sind. Ah, ist ja noch ein bisschen ein paar Runden sein. 9. Runde wollen wir ja jetzt in die Box. Ja, das ist klar. Hamilton natürlich jetzt mit den schnellsten Mittelreifen natürlich jetzt die schnellste Rennrunde ihn hat. Ist natürlich alles anders einfach. Wenn ich dann Rennen gewinne, möchte ich gerne noch die schnellste Rennrunde fahren. Hamilton vorbei an Bottas. Die fighten noch da hinten. Das ist gut. Das ist gut, dass sie sich da hinten bekämpfen. Das Gelb. Ich glaube, das erste Auto raus. Sainz. Weil McLaren, der leider sich verabstellen musste. Mit 19.3. Der fuhr mir gut eine halbe Sekunde mal oder mehr noch schneller als wir. Ja, der wird jetzt angreifen wollen. Sorry. Brake Test. Den habe ich, hier musste ich jetzt gerade. Ich muss den Hamilton. Ah, da steht Zeit, okay. Okay, clear. Wenn mir der Hamilton gerade ein bisschen auf den Sack geht. Eine Runde haben wir noch. Und dann gehen die Reifen runter, kommen die Mediums drauf. Ich will mich dieses Rennen mit relativ frischen Mediums beenden. Noch kein anderer geht rein. Gut, was wir auch in der Box. Verstappen jetzt gerade vorbei, der Hamilton. So, die Frage ist, hat der. Die Reifen muss echt auch versuchen bremsen, weil die Reifen wahrscheinlich auch durch sind. So, die Frage ist, haben wir jetzt wieder gelb oder ist das aufgehoben? Okay, ist wieder aufgehoben, ist die Strecke ist wieder frei.
this lap and remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Wollt das wir weiter? Genau wie Verstappen und Leclerc. Wunderbar. Hamilton ist gut, dass der langsam wird. So, gib ihm. Grosjean jetzt auch vorbei. Grosjean, Norris. Also jetzt kommt eine ganze große Gruppe hier vorbei. Ich hoffe, dass wir vor dieser Gruppe rauskommen. Die da besteht aus Ricciardo, Raikön. Naja. So, jetzt sind wir auf der Strecke wieder. Gott sei Dank. Dann haben wir nicht die ganzen großen Knubbel hier weg. Duell mit Kimi. Kollision mit Hülkenberg. Was? Hülkenberg war weit genug weg. So, vorbei an Daniel Ricciardo. Also sind wir wieder an den Punkten. So, der Angriff gegen Lando Norris. Vorbei. Sind wir wieder vier. Ja, Leclerc führt jetzt gerade. Also ich glaube nicht, dass Hamilton und so draußen noch schon drin waren. So, wir sind vorne. Violett im Mittelsektor. Reicht aber nicht, um die Führung abzunehmen. Also die letzte Runde abzunehmen. Ich mache natürlich jetzt einen kleinen. Also wir sind vorne weg. Bottas ist vor Leclerc dran. Also Bottas liegt vor Leclerc. Das ist gut, dass ein Ferrari zum Beispiel auf Pole liegt. Auf 3 liegt. Ich brauche noch. Wahrscheinlich brauchen sie noch eine Runde. Jetzt halt zumindest mal im mittleren Sektor. Reicht das, um die neue schnellste Runde zu fahren? Jawohl, ja. 9. Die wollte ich haben, die Rennrunde. 5 Runden noch. Vettel, Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc sind da gerade auch kräftig dran.
So, kontern kann ich jetzt natürlich nicht. Aber wir sind wieder, gehen nicht in Kanada, dass wir hier ein bisschen wieder wegziehen. 7 Sekunden mittlerweile der Abstand auf Valtteri Bottas. Runde 14, noch 4 Runden. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Gemisch. ...6,7 nur noch. Noch was alles im Griff allerdings. Bin mal gespannt, ob es nach dem Rennen auch wieder Wechsel geben wird. Es fängt jetzt nicht wirklich gerade an zu regnen, oder? Und eine 15. Sehr gut. Ja, haben wir schon wieder 26 Pünktchen für uns und unser Team. Ich glaube, damit sind wir fast mal in 100 sogar schon dran. Soll mir recht sein, wenn Hamilton da nicht viel holt, Punkt heute. Leclerc, Vettel, Verstappen, solange Verstappen kaum, ja gut, was die Punkte betrifft, müssen wir gucken, dass wir ein bisschen an den Red Bull rankommen. Aber zumindest mit dem Sieg können wir Platz 4 festigen. Könnten wir. Runde 16, noch 2 Runden. Ah, hoffentlich haben wir jetzt den nächsten Sieg jetzt. Das wäre schön. Sollten wir ein bisschen aufpassen, was das auf die Körper betrifft. Nicht, dass wir uns wieder so einen unnötigen Dreher oder so leisten und am Ende Zeit verlieren. Für eine schnellste Rennrunde sind die Reifen nicht mehr gut genug, wahrscheinlich. Und solange wir den Abstand zu Bottas aufrechterhalten, ist das alles entspannt. So, vorletzte Runde, liebe Leute. Nächste Rennen, wie gesagt, Großbritannien. Das Heimrennen für unser Team, für Williams. Und für unseren Teamkollegen. So. Letzte Runde. This is your final
Müssen runter auf Mager gehen. Ein bisschen Sprit sparen müssen wir nochmal. Wir gar nicht erst auf die Gefahr kommen, hier liegen zu bleiben. Das wäre das absolut Tödlichste. Und das meine ich. Und das meine ich. Diese Mini-Konzentrationsfehler. Bisschen weiter auf den Körper gekommen und dann keine Chance gehabt. Ganz kurz gelb. Ja, das waren wir halt. Genau das. Blöde Konzentrationsfehler. Wie gesagt, wir rutschen müssen mit den Reifen. Die Zeit nochmal natürlich liegen lassen. Jetzt wird das nochmal ein bisschen gefährlich hier. Die Reifen sind scheinbar durch. So extrem durch. Aber wir haben noch 5 Sekunden. Also alles ist im Rahmen. Alles ist gut. Und wir retten uns tatsächlich durch diesen Grand Prix. Dritter Sieg, dritte Pole, dritter Sieg. Wunderbar. That's a race win. You've really been great today. Ein wohlverdienter Sieg für Williams nach diesem atemberaubenden Grand Prix. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Es ist an der Zeit, die Trophäen zu überreichen, denn die erfolgreichen Fahrer begeben sich zum Podest. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit heute für Williams, aber das Team hat letztlich den Sieg verdient. Naja, bis zur letzten Runde war es eigentlich relativ souverän, aber dann haben die Reifen nochmal wirklich extrem abgebaut. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Sebastian Vettel liegt nach diesem tollen Ergebnis ganz vorn in der Meisterschaft. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für Pierre Gasly. Das Team hat einen großartigen Job geleistet, ihn im Feld anzuweisen. Aber im Endeffekt muss der Fahrer aus diesen Gelegenheiten Kapital schlagen. Genau 100. Und das hat er mit viel Geschick getan. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden fanden. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah, wir haben ja sowieso nicht mehr gegangen. Wir sind jetzt knapp an Verstappen dran. Verstappen und Leclerc, also das sind die nächsten. Wir könnten sogar Fahrer im Vierter werden am Ende. Mal gucken. So, das war's mit dem Rennen aus Österreich. Und jetzt gucken wir mal, ob es vielleicht noch mal ein paar Fahrerwechsel gibt. Wer wo fernfahren wird in den, ab dem nächsten. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Na, war geil, ja? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Mit Ruf gesungen, ja. Klasse, das war dann alles. Ja, egal was wir geantwortet hätten, wäre eh klar gewesen, dass heute der Ruf gesunken wäre, oder das andere. Ja, wie dem auch sei. Ups. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Sieht aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Ja, aber nicht heute. Gut, wir blicken
Ich fahre die alle aus Event. Wir blicken auf jeden Fall nach vorne. Der nächste Grand Prix hier in Großbritannien. Wie gesagt, das Heimrennen für das Team und für unseren Teamkollegen. Und da wollen wir natürlich auch wieder triumphieren. Aber das wird geschafft. Sehen wir ab nächste Woche. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.